Frühling in Berlin-Pankow. Wochenlang hat es geregnet. Eigentlich dachte Familie Schieferer, sie hätte eine Parzelle im Schrebergarten gepachtet. Jetzt hat sie eine Seenplatte. Gott, wie schön. Oh, da ist noch mehr Wasser. Müsst ihr sehen, Gummistiefel habt ihr nicht mehr, oder? Wer hier jetzt Radieschen pflanzen will, muss erst einen Tauchlehrgang machen. Ich hab Schlauchboot mitgebracht. Auch die Eltern der Neupächter sind zur Schadenbesichtigung angereist. Oh, guck mal, hier drüben, das ist ja, jetzt ist ja hier noch alles unter Wasser. Gott, oh Gott. Gerade wo wir es gekauft haben, ist es nass. Was willst du, mein Vater? Na? Ach, Mensch, Junge, scheiße. Was soll's? Die Eltern haben die Laube gleich nebenan. Rückschläge im Laubenpieper-Dasein sind ihnen wohl bekannt. Komm, hast du Gummistiefel hier? Na, ich habe Plastiktüten mit dir schon. Mal sehen, ob die reichen. Nur der Jüngste der Schifferers findet die Wasserwüste spannend. Jetzt kannst du mal vorsichtig da reinlaufen. Für Menelik hat der elterliche Garten eindeutig gewonnen. Ich sehe meine Füße nicht mehr. Ja, ich weiß es nicht, ob die Erdbeeren so gut ist. Ich habe keine Erfahrung mit Erdbeeren. Die sind jetzt unter Wasser. Ein paar Ecken weiter, Parzelle 66. Der Garten von Renate Lorenz. Sie hat mehr Glück. Ihr Grundstück liegt höher. Hier ist alles trocken. Hier habe ich noch Farbe mitgebracht, weil ich nämlich die Gartenpforten, die Fensterläden, die will ich also anders streichen. Und diese Fähnchen hatte ich auch in meinem anderen Garten. Das sind nämlich meine fröhlichen Gartengedanken. Und die werde ich hier auch aufhängen. Meine fröhlichen Gartengedanken sind einfach die, weil ich so gerne im Garten bin, weil es mir so viel Spaß macht. Und ich das ja auch nicht immer jedem erzählen kann und will. Und so sind sie einfach immer da. Ich finde es so wunderbar im Garten. Da muss ich mir halt jetzt eine Stelle aussuchen, vielleicht von dem Kirschbaum, vielleicht zu dem Rankitter der Brombeeren, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Da. Oh, ich habe ja Gott sei Dank kein Hochwasser. Das finde ich ja schon mal sehr erfreulich. Frau Lorenz kommt aus Göttingen und hatte da auch eine Parzelle. Hier im Osten muss sie sich erst noch einleben. Doch sie hat schon klar vor Augen, wie ihre Oase hier mal aussehen soll. Das Schöne am Garten ist, es dauert einfach. Und durch mein Tun im Garten habe ich halt für mein Leben auch gelernt, eben auch Geduld. Ich kann ja nicht sagen zu den Pflanzen, ihr müsst jetzt wachsen, zack, zack, ich will das. Sondern sie wachsen so, wie sie es wollen oder sie gehen ein oder was weiß ich. Und da es ja mein Garten ist, kann ich ja machen, was ich will. Das ist natürlich das Schöne. Vielleicht auch eine gelbe, dann habe ich rot und gelb. Ich tue mich immer schwer, eine Pflanze eben auf den Kompass zu werfen, weil für mich sind Pflanzen eben nicht nur Pflanzen. Irgendwie haben sie auch eine Seele. Wow, sieht ja gut aus. Na, ich bin schon soweit. Ehrlich? Nicht schlecht. Und der kommt jetzt hier schon hin, oder? Na, ich weiß nicht, hier. Wo wir denn hin haben. Hier. Und du willst ja eine Abwechslung haben, ne? Ja, ein Busch und ein Baum. Immer abwechselnd, damit die genug Platz haben. Familie Seemann pflanzt seit über 20 Jahren im Tulpenweg. Heute sind Stachelbeeren dran. So, ein bisschen Wasserruf und dann wer ist das? Aber den hast du hier, aber nee, also der steht nächste Woche nicht mehr so. Der bleibt so stehen. Der ist genau richtig. Schief und krumm. Hervorragend, der sieht sehr gut aus. Ich mag ihn so. Ja, klar, also wenn man jetzt schief. Von da... Der ist unwahrscheinlich schief, hier. Der ist schief gewachsen, mein Gott. 28 Jahre Ehe, davon 20 Jahre auf der Parzelle. Das hat die Seemanns zusammengeschweißt. Der ist schief.
Bis du ihn jetzt wirklich wieder rausnimmst. Das ist nicht gut. Na gut. Der bleibt so. Ich bin geschlagen. Hätte ich mich jetzt gefreut. So ist okay, wa? Ja. Ja, so ist besser. Okay. Perfekt. Nach 28 Jahren Ehe. Da hat man sich mit der Rolle abgefunden, die man hat. So, Prost. Prost. Herr Linke von Parzelle 139. Er ist nicht irgendein Laubenpieper, sondern der Gartenfachberater der Anlage. Böse Menschen nennen ihn Heckenpolizist. Tja, die Höhe entspricht ungefähr den Vorschriften. Und da vorne steht wieder ein Auto, was dort gar nicht zu stehen hat. Und dann müssen wir mal mitreden mit dem Gartenfreund. Unerhört. Ja, diese Hecke ist natürlich zu hoch. Und muss auf jeden Fall zurückgeschnitten werden. Die ist zu hoch. Das kann man natürlich noch im Nachhinein machen. Da muss mit dem Gartenfreund oder Gartenfreundin gesprochen werden. Dass die Hecke... Aber ich vermute mal, da das alles ein Garten ist, dass hier wahrscheinlich weiter geschnitten wird. Vermute ich einfach mal. Ansonsten müssten wir dann das noch mal besprechen. 400 Laubenpieper plus Anhanggärtnern in Pankow-Rosenthal. Da kann eben nicht jeder machen, was er will. Und die Vorstellung, wie ein perfekter Garten auszusehen hat, geht hier mitten in Berlin zuweilen doch sehr weit auseinander. Mario Hamann hat sich viel vorgenommen. 2 Jahre stand die Laube leer. Jetzt will der Hobbyhandwerker mit seinem Freund René erst einmal die Bude auf Vordermann bringen. Der Garten kann warten. Freundin Manuela bewacht nicht nur den Nachwuchs, sondern auch die Bauarbeiten. Oma, Oma, Platz. Wohin? Gut. Also ich denke mal, wir werden erstmal die Fenster auseinanderbauen. Wenn die rausnehmen, schleifen und dann wieder in Ruhe einbauen. Dann halt hier diese Ecke hier. Man sieht ja auch die Scheibe hier. Das ist alles, normalerweise fällt das alles heraus. Also das, Schatzi, dein Arbeitsauftrag für heute wird sein, die Fenster zu schleifen. Die ehrenvolle Aufgabe. Ich hab dich auch lieb. Das ist schön. Wird sich zwar der eine oder andere jetzt mit beschweren, wegen der Mittagsruhe, aber hat dann Scheiß. Wenn man die noch mal ein bisschen aufarbeitet, dann sind die wenigstens noch 2-3 Jahre, sind die erstmal noch... Naja, aber das dauert doch wieder alle ewig. Wir werden doch hier nie fertig. Da wird ein bisschen neues Fensterkit geholt. Fensterkit hatte ich ja schon ein bisschen mal da. Ja, aber die sind doch schon so marode. Naja, guck mal, das Holz ist okay. Ja, da muss nur ein bisschen geschliffen werden. Dann kommt der Kit, das wird alles ein bisschen neu gemacht hier. Und ich denke mal, dann halten die erstmal wieder 2 Jahre, wenn ich jetzt neue Fenster mache. Die kriege ich erstmal nicht in der Größe. Und erstmal sind die auch dann viel zu teuer. Wenn du hier rumwurschtelst, die Dinger abmachst, schleifst, rumkittest, das Ding musst du dann auch schleifen. Na gut, die hat sie. Die Arbeit ist natürlich immens, aber... Hier ist halt verrostet, das ist doch alles scheiße. Naja. Wir müssen jetzt hier auch mal Fußboden nachgucken. Dachpappe. Na gut, die können wir aber noch drinnen lassen. Hier an den Platten war ein bisschen Wasser durchgekommen. Da hat es mal ein bisschen gefault, aber gut, das wird auch, ich meine, jetzt ist es noch relativ trocken. Ich muss sehen, damit ich das von außen alles sauber zugekriege, die Löcher. Und dann wird das bloß neu tapeziert. Und dann ist das eigentlich, dann reicht das. Muss da nicht mehr gemacht werden. Die ist natürlich auch zu hoch hier, ne? Und das hier, ja, das ist ja ganz lustig gemacht, aber das hat keine große Bedeutung. Das müsste genauso hoch sein wie die anderen Hecken. Ja, kann man nur mit dem jeweiligen Gartenfreund und Gartenfreund sprechen, was das so richtig soll. So, guten Tag. Ich bin der Gartenfachberater dieser Anlage. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Aha. Ich habe eine Frage. Da vorne, da ist doch der Hecke so schräg angeschnitten und wesentlich höher und geht dann wieder drüben runter beim Nachbarn. Hat das irgendeine Bedeutung?
Wissen Sie nicht. Da ist der Kompost, vielleicht deshalb. Das macht mein Mann, da kann man nicht mehr. Macht Ihr Mann, ja. Aber wie gesagt, es gibt ja eine Regelung, dass die Hecken einheitlich alle 1,30 Meter hoch sein sollen. Ne? Ja. Sprechen Sie mal mit Ihrem Mann. Und da kann er sich mit mir konsultieren oder rückfragen, warum das so ist. Und das klären wir dann. Ja. Gut, schönen Dank. Oh, ja. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Doch nicht jeder Wildwuchs ist illegal. Hier wird ja krampfhafte Versuch unternommen, einen Bogen herzustellen. Das sieht man schon, deswegen ist es hier noch nicht zurückgeschnitten. Ich nehme an, dass dann noch die Gartenfreunde das auf halber Höhe zurückschneiden und dann versuchen, hier einen Bogen herzustellen. So sehr dafür sind wir eigentlich nicht. Aber gibt da keine Regel oder kein Verbot in dem Sinne. Wer das unbedingt machen möchte, kann das natürlich tun. Da hinten, der kleine Wald, das war einmal die DDR-Grenze. Zwischen Pankow und dem Märkischen Viertel. Eine Kleingartenkolonie im Schatten der Mauer. Die Seemanns aus dem Tulpenweg nutzen den ehemaligen Todesstreifen heute als Abkürzung zu ihrer Parzelle. Seit dem Mauerfall hat sich hier viel geändert. Nur manchmal kommen die Erinnerungen zurück. Gärtnern im Visier der Fopos. Ja, und wie gesagt, hier war Schluss. Ja. Und der Grenzstein stand hier. Hier stand dann ungefähr, ja, 5 Meter, stand dann eben Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, und die erste Mauer war hinter diesem... Wo die ganzen Bäume stehen, das war der Grenzstreifen. Und da wuchs, da war nichts, gar nichts. Ja, aber das war... Ja, die liefen da auf und ab und man war dann eben... Ja, wir waren in prominenter Lage, kann man so sagen. Aber wenn wir uns eben... den Regeln entsprechend verhalten haben, also sprich, wenn wir keine Leiter haben draußen stehen lassen, wenn wir kein Fenster hierher gebaut haben und wenn wir schön unsere Gartengeräte weggeräumt haben, dann war das eben in Ordnung. Sowas durfte halt alles nicht liegen bleiben, weil es hätte ja genutzt werden können, um über einen Zaun zu klettern und die Fühler Richtung Westen auszustrecken. Jetzt bin ich fast fertig mit dem Roten, das will ich aber eben noch machen. Da muss ich nämlich den Pinsel ins Wasser stecken. Frühlingssonne wärmt die Gartenfreunde. Auch Renate Lorenz gefällt's. Mit den Blumen dauert es bei ihr noch. Da bringt sie selbst schon einmal Farbe in den Rosenweg. Warum sollte das eigentlich glänzende Farbe sein? Diese braune Tür, die finde ich ja ziemlich langweilig. Und zu einem Puppenhäuschen gehören ja auch Farben, weil das Leben kann ja auch sehr bunt sein. Ich sag mal, grau wird alles von alleine, also möchte ich das lieber hell haben. Und rot ist ja die Farbe des Lebens. Und das finde ich einfach schön und in Kombination mit dem Weiß. Genau, und mir macht das ja auch Spaß, eben dann auch etwas zu verändern. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich habe immer am Anfang gedacht, Gartenmenschen wären was Besonderes. Wir wären friedlich und freundlich und total naturverbunden. Aber ich habe einfach auch etwas anderes erfahren. Und dann habe ich erfahren, so an der ehemaligen Grenze hier, da sitzen dann die ganz, ganz harten Eingefleischten, keine Ahnung. Das ist ja auch alles vorbei und ich will da auch so jetzt gar nicht so drüber nachdenken. Finde ich auch nicht so wichtig. Wenn ich mit den Leuten klarkomme, ist das okay. Die Apfelblüte ist da und die Seemanns holen das Basseng heraus. Modell Pneumant, ein Konsumgut aus Schkopau. Am besten wieder davor. Naht. Vorne? Ein bisschen. Ja, ich mache hier. Das ist noch ein bisschen so. Das ist verkehrt. So rum, ne? Yep. Auch verkehrt rum. Ja, so ist richtig. Nee, guck mal her. So, hier? Nee, die nicht, die Plastik nicht. Du hast gesagt, die Plastik zuerst. Nein, gar nicht, die Plastik. Warte mal, einfach mit der Stöpselei. Du stöpselst sagen. Und ich schraub? Na, ich weiß nicht recht. Ob das was wird? Hör auf zu lachen. Du, der, guck mal hier, das habe ich nicht richtig festgemacht. Wo denn? Ja, mach ihn nachher. Ja? Erstmal, dass wir alles rankriegen hier. Okay, dann schraub ich und du stöpselst. Mach ein bisschen Stärke hier. Wieso machst du es nicht so richtig fest? Ja, weil das hier nicht so richtig geht. Na, ich habe doch gesagt, einige sind nicht so richtig. Guck mal, da dreht sich doch die Schraube mit. Ein bisschen Schrauben musst du schon können, Mädel. Ja, na, hier, mach mal. Das haut nicht so richtig hin, die greift nicht. Aber die musst du alle nachziehen, weil das ist. Ja, ich mach doch, mach ich doch. Ne? Also, pass an, Mutti. Ja, okay. Geht los. 1200 Mark Ost kostete der Sitzpool aus Plaste vor 20 Jahren.
Das robuste Modell rechnet sich bis heute, Sommer für Sommer. Weißt du, die war nicht so gut eingehängt hier. Da ist nur so ein kurzes Stück. Und wer kriegt nachher rein und macht sauber? Na du. Kannst doch vergessen. Guck dir das mal an. Da brauch ich erst mal. Wir haben Arbeitsteilung. Handfeger und Schuhe. Ich hol das, ne? Ja. Oh. Guck mal, hier ist nämlich wieder viel zu viel. Ne? Oder viel zu viel ist gut. Es hier ist nicht schief. Ich habe das ordentlich gemacht. Okay. Noch eine Kritik und ich lasse alles fallen. Jetzt klappt's nicht. Guck mal. Ist doch okay. Da kommt normalerweise. Das ist eigentlich da die Pumpe, auf der Seite. Ja, da haben wir es verkehrt gemacht. Schönen Dank. Du hast gesagt, ich soll das hier reinhängen. Wir wollen hier anfangen. Machst du immer alles, was ich sag? Manchmal. Ja, eigentlich. Also mal ab und jetzt daran? Ja, eigentlich schon. Ja, dann weil wir da kommt nämlich die Pumpe reingehängt. Gut, also wieder abruppen. Soll ich? Ja, okay. Herr Dr. Schifferer genießt nun sein Grün. Er hat die deutsche Kleingartenordnung längst verinnerlicht. Ich beeile mich jetzt. Bis um eins muss ich doch fertig sein. Wir sind nicht in Äthiopien, wir sind hier in Deutschland. Schön, so eine Ligusterhecke. Und ordentlich muss sie sein. Herr Linke bei seiner täglichen Kontrolle. Das gefällt uns hier auch nicht. Das ist gut gemeint, ein starker Rückschnitt. Aber warum eigentlich? So schmal muss nun wiederum eine Hecke nicht sein. Ich nehme an, in 2 Monaten sieht dann die Hecke hier etwas schöner aus wie jetzt. Kann man machen, aber sieht nicht besonders gut aus. Ja. Du, wenn du Montag fliegst, dann rufe ich dich noch mal an wegen der Pflanzen. Was waren das gewesen? Diese Kaffeepflanze? Diese Gewürzpflanze? Mhm. Dann die andere, wie heißt denn die mit der Riesenwurzel, die man essen kann? Das heißt Goderi. Kaffee braucht aber eigentlich tropische Klima. Kaffee müsste aber gehen, weil im Hochland ist da auch immer Frost nach. Da müssen wir hier dann heizen, ja. Probieren wir alles. Herr Dr. Schifferer wird bald nach Äthiopien fliegen. Er soll von dort Kaffeepflanzen mitbringen, wünscht sich seine Frau. Sie ist sicher, die wachsen auch im kühlen Berlin. So, abgeschlossen. Renate Lorenz hat sich auf ihrer Parzelle eingelebt und hat endlich Zeit, die Nachbarschaft zu erkunden. Laubenpieper sind eben gesellig. Tiefgründig. Guten Tag, Benedett. Guck mal, wir machen hier einen Wegetest. Zum ersten Mal? Nein. Das ist von dir. Ja, das dritte Mal. Und da kommen, also ich bin Renate Lorenz und bin hier neu und wohne in Anführungsstrichen im Rosenweg und in der 66. In der ehemaligen Parzelle von Zagesen. Und ich finde das ganz. Entschuldigung. Kein Problem. Ich bin auch ziemlich neu. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Super. Ja, ich habe das gehört und ich finde das total klasse, wie Sie das machen. Aber es sind nur nette Menschen hier aus dem Falchenweg oder eben auch von. Nein, nur Wegefest. Nur unter Falchenweg. Steht ja auch der Weg dran. Ja, steht da oben dran. Aber eben kommt drauf an. Zu dieser Seite sind alle nett. Sind die Peilchen. Dabe ist unsere Kulturbeauftragte und wie sie ja angekündigt hat, hat sie ein Lied gedichtet, ein Tafellied für unsere Runde und speziell für unser heutiges Wegefest. Und das werden wir alle gemeinsam schön intonieren. Und zwar nach einer Seefahrt, die ist lustig. Aber ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen, das werdet ihr schon kapieren gleich. So, einverstanden, ja? Einverstanden. Also, so ein Wegefest ist lustig, so ein Wegefest ist schön. Ja, da kann man was erleben, ja, da kann man etwas sehen. Holla hi, holla ho, holla hi, 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 holla ho. Ja, wenn sich Leute darin wohlfühlen, dann ist das so. Um den Takt auch gut zu hören, schlagen munter wir und frisch mit der fast geballten Rechten auf den alle auf den Tisch. Holla hi, holla ho, holla hi, 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 holla ho. Schön festhalten.
bevor die Scheibe uns entgegenkommt hier. Auf Parzelle 81. Ja. Mario Hamann und Freund René bauen die morschen Fenster aus. Wunderbar. Der ist ja nun schon alles so vergammelt. Alles mit Watte anfassen hier. Mario weiß aus Erfahrung, solche Fenster gibt es im Baumarkt gar nicht mehr. Ein guter Lack kann die Fenster noch ein paar Jahre zusammenhalten. Kann, muss aber nicht. Du darfst aber keinen zeigen hier. Du darfst keinen Handwerker zeigen. Der haut dir das Zeug da um die Ohren. Du musst halt alles schön vorsichtig machen, damit nicht wirklich die Scheibe kaputt geht. Weil der Kit doch wirklich schon so verrottet ist. Ach, je. Na schön. Oh, na toll, jetzt haben wir das auch hingekriegt. Ich wollte es noch mal aufarbeiten, aber gut. Hast du aber gesehen, dass die Fenster so kaputt sind, ne? Ja, Schatz, die Fenster sind kaputt. Ja, aber warum diskutieren wir denn darüber, dass wir keine neuen Fenster holen? Das ist jetzt meine Frage, wenn die Scheiße eh hinfällig ist. Ah ja, ja, machen wir gleich Kleinholz draus. Ja, machen wir das ein bisschen mit den Splittern hoch? Ja. So, packen wir gleich weg, damit der Kleine da nicht erst irgendwelche Splitter hat. Bauen wir jetzt auseinander. Ja, was machen wir denn da? Was meinst du? So, die sind ja nur total hin. Da müssen wir was einfallen lassen. Wenn ich jetzt Fenster erstmal fehlen lasse, provisorisch Folie vormache, ja, ist ja gut. Geh ja gleich los. Ja. Kein Scherz. Ich wollte neue Fenster haben. Die Schrebergärten liegen in der Einflugschneise zum Flughafen Tegel. Per Luftkurier kommt heute die Kaffeepflanze aus Äthiopien. Mekonnen Schifferer kehrt aus dem Heimaturlaub zurück. Ach, als Helfer ist auch dabei. Das gibt's ja nicht. Ja, großes Freundestreffen. Ein Mitbringsel im Reisegepäck, ein afrikanischer Kaffeestrauch für die Parzelle. Oh, das ist ganz frisch. Ja, riecht schön, Mann. Ich habe wir schon geplant, auszubuddeln. Da haben wir gestern Abend. Gestern noch ein Käffchen getrunken und dann die Pflanze. 0 Uhr habe ich das rausgerissen. So eine heilige genau Zeit, ja. Ich habe gedacht, wenn eine besondere Pflanze nach Europa kommt, muss man dann 0 Uhr abreißen. Damit das fremde Gewächs nicht eingeht, muss es gleich eingepflanzt werden. Gartenexperte Linke wird erst später konsultiert. Über Kaffeepflanzen steht schließlich nichts in der deutschen Kleingartenverordnung. Aber für afrikanische Pflanzen ist eh Herr Schifferer der Fachmann. Wenn du sagst, dass es so ein großes Gebüsch wird, ist es vielleicht besser, die auseinanderzunehmen? Nee, das reicht. Das reicht eigentlich. Die werden dann wie Mann und Frau zusammenleben. Oh, ist ja romantisch. Ja, das machen wir immer so. Wenn die Pflanzen alleine sind, die sind auch traurig, genauso wie Menschen. Also, dann ich habe eigentlich auch noch was anderes gebracht. Große Wurzel, die man auch dann benutzt, wenn die Geister böse sind. Das wird wie Weihrauch auf dem Feuer gemacht. Und dieser Rauch, wenn rauskommt, dann sagt man, die Geister werden weggerkt. Okay. Gut, dann müssen wir nur noch beim Kleingartenverband durchsetzen, dass es eine Nutzpflanze ist. Dann werde ich auch den anderen Leuten geben, das nutzt und dann können sie vielleicht auch die Geister wegjagen. Uwe Baustmann aus Parzelle 97.
Er züchtet Brieftauben. Auf dem Gartengrundstück sind Tiere nicht erlaubt. Deshalb steht sein rollender Taubenschlag auf dem Parkplatz der Kolonie. Kriegen wir alles hin. Komm. Ja, ihr seid die Besten. Komm. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Die sind ungefähr so 12 Tage alt. Der Taubensport bereitet ihm viel Freude. Doch Kleinvieh macht auch Mist. Den Weg mache ich jeden Tag sauber, weil sonst würde meine Frau mit den Schuhen ja Schwierigkeiten kriegen. Aber die Zellen, wo keine drinne sind, die kann man eine Woche einmal machen. Und wenn Junge da sind, so wie die, dann sollte man auch dreimal machen. Ich mache dann Papier drunter, dann schmeißt man es weg, dann geht es schneller. Und hier haben wir das seltene Glück, dass gerade eins geschlüpft ist. Wenn sie 10 Tage alt sind und die kriegen neue Federn oder Flaumen sozusagen und es ist draußen kalt. Und dann kann es passieren, dass sie dann erfrieren. Namen haben wir nicht. Es gibt zwar Lieblinge, aber mein Enkel hat mal ja Perkules, weil er so kräftig war, aber die hat gleich beim ersten Flug weggeblieben, weil er kräftig ist. Nee, sonst ist das alles. Das ist so aufregend, denn wenn man noch den Namen für alle hat, man muss da durch und was weg ist, ist weg. So ungefähr. Da darf man nicht so zimperlich wohl sein, sonst hat das alles keinen Sinn. Ja, da. Geh da. Ja, komm raus. Seid du. So, da sind jetzt ein paar. Ja. So. Wunderbar. Super. Ja, geh auch. Morgen nehmen die Tiere an einem Wettflug teil. Mit tausenden anderen Tauben werden sie in Hannover aufgelassen und müssen zurück nach Pankow finden. Die Besitzer der schnellsten Tauben gewinnen einen Preis. Uwe Baustmann hofft, dass seine Tauben bei dem schönen Wetter nicht trödeln. Ein letzter Trainingsflug über der Kolonie. So. Okay, willst du noch mal gucken gehen denn? Naja, so etwa kriege ich ja schon in den Griff. Ja? Die Höhe so. Naja, nicht, dass es dann dort höher ist und hier tiefer. Ja, das schaffen wir doch nicht alles auf heute auf einmal. Guck mal auf die Uhr, es ist 6:10. Okay. Ja, gut, ich mache jetzt einmal. Ich ziehe einmal hier durch, okay. Ja? Ja. Also brauche ich nicht machen. Soll ich bloß begutachten? Du kommst hier mit raus, na klar. Etwa alle 2 Monate müssen die Seemanns ihre Ligusterhecke auf das Richtmaß von 1,25 Meter zurückschneiden. So will es die Gartenordnung. Auch nach 20 Jahren fehlt Hartmut Seemann das richtige Gefühl für die vorschriftsmäßige Höhe. Aber seine Gattin Marion hat das Auge für den perfekten Heckenschnitt. Da ist jetzt wieder eine Kuhle drin. Guck mal, hier gucken ein paar vor, ne, hier, und dann hier hast du jetzt noch immer so einen Bogen, hier dieses Stückchen so, bis dahin, da ist immer noch Bogen. Ich glaube, es reicht soweit. Naja, okay. Also ich würde sagen, 1+ ist nicht. Aber ist akzeptabel. Ja, dann meckern nicht mal rum. Guck mal hier, wenn ich jetzt noch da mal hinhalte, da vorne, da guckt noch was. Ja, irgendwann ist die Hecke ganz weg. Wer ein echter Laubenpieper ist, der teilt überzählige Pflanzen mit seinen Nachbarn. Jochen Linke hat ein glückliches Händchen bei der Vermehrung von Bodendeckern. Mit einem Ableger vom tränenden Herz beglückt er gern die Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Heute Renate Lorenz. Hallo, Frau Lorenz. Ja, wer ist denn da? Herr Linke, ich kriege mein tränendes Herz. Genau. Muss ich ja keine Tränen mehr vergießen. Naja, wunderbar. So tränenreich ist das Herz nicht, aber es ist ja immer eine schöne Staude, nicht? Die erfreut dann ja immer. Echt schönen guten Tag. Welche Farbe hat es denn? Rot. Wunderbar. Gibt ja auch in Weiß, nicht? Das kennen Sie, in Weiß, tränendes Herz. Die Hinweis? Tränendes Herz im Weiß. Ja. Gibt es auch. Ja. Eine Bitte. Bitte.
Wir haben eine Parkordnung. Und ich weiß es. Das ist ja eigentlich nur zulässig zum B- und Entladen. Also müssten wir Ihnen leider entsprechend der Parkordnung noch zum Parkplatz fahren. Mache ich. Ja? Ja, mache ich. Gut, das gilt für alle Gartenfreunde. Mhm. Und da wäre die Sache schon okay. Mache ich gleich. Okay, wir versuchen da eine geeignete Stelle zu finden. Dann wird es verbuscht. Ja, genau, das können wir dazusetzen. Das ist ja alles noch im Entstehen. Und ich mache das für Sie fertig, ja, wenn es recht ist. Sie geben mir einen Spaten und setzen die, aber nicht zu eng. Die dürfen jetzt aber nicht auf meine Dahlien treten. Wo sind die Dahlien? Da, sind da. Gut. Zu tief ist auch nicht gut. Müssten Sie dann natürlich gleich schön gut wässern. Das dürfte ausreichend sein. Ich danke Ihnen sehr. Super. Ja, dann müssen Sie immer kommen und gucken. Genau. Das machen Sie ja nicht. Sie haben ja selbst genug zu tun. Ja, wir haben alle jetzt im Garten viel zu tun. Ne? Mhm. Vielen Dank. Ja, dann wollen wir hoffen, dass es gut anwächst und dass Sie dann Freude dran haben. Mhm. Bis dann. Schönen Dank. Bis dann. Für Sie auch. Mario Hamann hat endlich auf seine Freundin Manuela gehört und neue Fenster für die marode Gartenlaube besorgt. So, René, geh du mal rein. Ich gib sie dir dann durchs Fenster. Jo. Die Fenster waren eh kaputt. Ja, Schatz, das weiß ich, aber... Also, was soll ich da machen? Alte DDR-Maße waren im Baumarkt nicht zu haben. Jetzt muss eben ein Westfenster für die Ostlaube passend gemacht werden. Nur Zentimeter abschneiden. In einer Leiste. So. Passt, wackelt und hat Luft. Mal gucken hier. Das Fenster ist schief. Die ganze Wand ist schief, aber schief ist modern. Ich muss das Fenster ja mit dem Bungalow anpassen. Das muss ja wenigstens, sagen wir mal, ein Bild ergeben. Nützt ja nicht, wenn ich das Fenster gerade mache, die Wand schief ist, dann der Putz nachher unten habe ich einen halben Zentimeter und oben habe ich nachher 2 Zentimeter. Also muss das wenigstens optisch passen. So, Schatz, dann komm mal her. So, was sagst du denn dazu? Bist du zufrieden? Schick. Und? Wie war das mit den Löchern? Da ja, muss ja ein bisschen Luft zirkulieren hier, sag mal. Muss ja ein bisschen Durchzug machen in der Hütte. Hä? Nee, der kommt später. Ja, und was kommt da später? Lass ich mir was einfallen. Verkleiden wir noch und dann machen wir schon. Ich kann verkleiden? Ja. Mhm. Wie verkleiden? Ich mach das schon. Ja, ich weiß. Das wird schön ein bisschen verkleidet und dann ist das gut. Renate Lorenz will alles anders machen als ihr Vorgänger. Das heißt, mehr Beete, weniger Bäume. Das Fällen übernimmt der Vorsitzende der Kolonie, Herr Petsch, persönlich. Der ist ja eh schon verkrüppelt, der Baum. Ein Nachbarschaftsdienst mit Astschere und Kettensäge. Herr Petsch hat sich das offen gestanden einfacher vorgestellt. Normalerweise dürfen die im Kleingarten von vornherein nicht gepflanzt werden. Ähnlich ist das mit Walnussbäumen. Wenn die ausgewachsen sind, die haben 40 bis 50 Kubikmeter Laubwerk. Da brauchen sie keinen anderen Obstbaum mehr im Garten. Da ist der halbe Garten zu. Brille habe ich auf. Helm habe ich nicht auf, aber... Ein Lebensbaum ringt mit dem Tode und siegt gegen die Kettensäge. Erst einmal. Das ist ein Billigprodukt vom Baumarkt. Verstärkung trifft ein.
Der Nachbar mit der Axt soll vollenden, was die Kettensäge nicht geschafft hat. Ja, warte, nee, lass mal, ich mach's. Ja, lass nicht. Ich liebe Kettensäge. Ja, ich auch. Ich hatte schon gehofft, dass du auch mit einer Kettensäge hantierst. Aber lass mal, nee, die Kette war mir schon... Nee, bloß, dass du mal dann... Nee, Finger weg, nee. Der Strom ist dran. Ja, spannend. Habe ich schon. Ich glaube, ich habe die Kette verkehrt rum drauf. Sagen Sie, ein Hammer oder ein Beil irgendwie? Ja, das war den. Ich habe beides. Wollen Sie so einen mit so einem schweren Hammer? Bringen Sie mal. Beil kaputt. Und auch die Kettensäge. Die denken, wir sind die größten Dilettanten. Man schämt sich ja nicht. Nur der Lebensbaum bleibt stehen. Schweren habe ich jetzt nicht mehr. Naja, geben Sie den mal. Das Hämmerchen? Eventuell ein Keil. Oh, na gut. Keil. Oder ein Meißel. Irgendwie. Meißel. Ja, sowas in groß noch? Ja. Und weiter? Für sowas. Ach, die Axt ist auch schön. Super, zwei starke Männer, super, vielen Dank. Bloß, dann haben Sie erstmal das, dann hat sie Ihre Auflage erfüllt und, naja. Ich parke auch nie mehr lange vor meinem Grundstück. Sehr positiv. Ja, ich will doch eine vorbildliche Laubenpieperin sein. Nicht eine vorbildliche, eine normale. Eine normale, okay. Lass mal hier das Stecker. Dann bin ich eben eine normale. Ein schöner Sommertag. Auf Parzelle 195 ist man in Feierlaune. Dr. Schifferer hat heute Geburtstag und wird 50. Viele seiner äthiopischen Freunde haben sich für das Fest in Pankow angekündigt. Gesundheitsadam. Da muss ich auch noch ein bisschen... Ja, genau. Das muss man auch machen. Jeder, der da kommt, muss ein bisschen streuen. Höhepunkt der Party? Eine äthiopische Kaffeezeremonie. Die frischen Kaffeebohnen werden geröstet. Das ist Frauensache. Nach anderthalb Stunden gibt es die erste Tasse vom Geburtstagskaffee. Also das ist jetzt der Kaffee, der rohe Kaffee aus Äthiopien. Dann machst du vorsichtig nicht so viel. Das muss jetzt ständig gerührt werden, damit die nicht anbrennen. Gleichmäßig braun werden von allen Seiten. Und die schlechten, die musst du aussortieren. Wie bei Aschenputtel. Ein bisschen, ja. Ohne Pause. Alle Gäste sollen das Kaffeearoma einatmen. Das bringt Glück, heißt es. Oh, das riecht gut. Auch Ehepaar Seemann bereitet ein Fest vor. Wie jeden Sommer gibt es eine große Feier mit den Verwandten. Ah, hier ist nicht mehr drauf, doch. Das ist ein A. So, und jetzt ein B. Bei mir auch. So, die kommen jetzt die immer jetzt links und rechts ran an die. Also. So, dann mach ich jetzt hier irgendwie ran. Jupp, so ist er richtig. Genau. Oder? Was C? Ich glaube nicht. Nee, das haut nicht hin. Nee, das kaut nicht hin. Warte mal. Die kommen da drüben. Auch verkehrt. Nee, nee. Das ist verkehrt hier. Guck mal, ich habe jetzt hier zweimal C in der Hand. Und wofür ist das? Meine Güte. Seh mal. Irgendwie muss der hier ran. So. Was? Du musst den andersrum machen. Ich muss den, glaube ich, so... Nee, so geht er auch nicht. Doch, so geht er. Nein, so geht er nicht. Warte, hier, der? Wir lesen nochmal. Mit der Ruhe. Also die beiden Bs habe ich da schon hingelegt. Ja. Die sind für da drüben. Gut. Aber ich habe jetzt zweimal ein C in der Hand. Und der F soll... Das ist aber hinten C. Da kommt ein C hin. Und da kommt ein F hin und da kommt auch ein C hin. Ja, genau. Und zwar, also ich habe jetzt hinten ein C. Also so, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich auch. Bingo. Na jetzt. Ihr wolltet später kommen, ne? Jawohl.
Das sind ja zu früh wie immer. Ist es denn schon 16 Uhr? Das sind nur noch die Planeruf, die Dinger hoch erst mal und dann anzuhören. Sind wir fertig? Also erst ein Schnaps. Erst ein Schnaps. Ja, ja, also, das nehmen wir nachher bei. Da gehören ja Stützen. Hinten, vorne, in der Mitte. Und wenn es keinen Schnaps gibt, finden wir das Loch nicht. So, also auf euren Wunsch hinaus. Na dann eben. Das ist der letzte. Mehr gibt es im Wochenende nicht. Das ist schön. Aber nicht so voll blemblem. Auf deine Einladung, ne? Ja, auf die. Na dann, Prost. Dann sollte mal einer kommen, wa? Du bist ja schon wieder 15 Minuten hinten dran mit deiner Tauben. Bei Herrn Baustmann liegen die Nerven blank. Keiner seiner Lieblinge ist bisher aufgetaucht. Das kommt, nee, da kommt noch mehr. Jetzt, da im Flugzeug. Da hinten jetzt. Mal sehen, ob einer rauskommt von denen. So eine Stiefel gerade vorbei. Also mit zwei hat er nur heute gerechnet. Weil die haben so eine warme Füße gehabt, jetzt sind sie in Form. Schafft der paar Hühner an, hast du mehr von. Was? Schafft der paar Hühner an, hast du mehr von. Naja, muss mal abdrehen und zu uns kommen. Die drehen anders, denn jenen Sturzflug oben gehen die schon so runter. Wie so ein Stein fallen die denn. Ja, Katz hat die nächste. Der Katz hat die nächste? Ich hab doch keine, Mensch. Ja. Keine Tauben da, gibt's doch ja nicht. Die scheiß Dinger, die fliegen nicht. Da kannst du machen, was du willst. Jetzt kommen sie. Jetzt muss er aber ran. Mit einem Preis wird es wohl wieder nichts werden. Schmuck, letzten Platz wieder. Danke. Nur seine Suppe. Jetzt? Da, jetzt hier. Die geht jetzt ruf, also da ist nichts. Die geht doch rennen, wenn sie will. Ein Edler hinterher. Gut, wir haben es geschafft. Na, meine Kleine, ja, wunderbar. Federwerk, ja. Du bist ja die Beste, nicht? Ja, ist ja gut, Digga. Ist ja gut, ja. Ja, Ringe sind noch alle dran, siehst du. Deine Telefonnummer hast du auch noch, dann bist du gut angekommen. Bis die restlichen 15 Tauben eintrudeln, hat Herr Baustmann Zeit für ein Bierchen. In der Pankua-Kolonie wird heute überall gefeiert. Sommer, Sonne, Kleingärtnerglück. Die Blasmusik lässt die Parzellen erbeben. Die Laubenpieper sind in bester Laune. Bei Obstler, Pilz oder auch bei einem äthiopischen Kaffee. Schmeckt sehr gut. Sehr gut, sehr stark. So, Jungs, geht los. Jetzt wird gegessen.